Genug gelacht. Wir dürfen den Ernst der Lage nicht aus den Augen verlieren. Der Rechtsruck ist erschreckend und besonders erschreckend ist, dass immer mehr Frauen bei den rechten Parteien eine wichtige Rolle spielen. Inzwischen ist jede fünfte bei den Rechten eine Frau. Damit die Rechten ein bisschen gefälliger daherkommen, weicher und so. Getreu dem Motto, Rassenhass mit Herz. Hören Sie nun zu diesem Thema Tobias Mann, den Richard Kleidermann des deutschen Kabaretts. Ich verehre Frauen, ja, ich bin Feminist. Doch das fällt mir schwer, wenn eine Frau ein Nazi ist. Denn dann möchte ich plötzlich jede Höflichkeit beenden und eine Menge schlimme, böse Schimpfwörter verwenden. Doch aus Respekt vor ihrer Weiblichkeit traue ich mich das nicht. Kein Problem, mein lieber Tobi, ich übernehme das für dich. Schöne rechte Frau, eins würde ich gerne wissen. Wer hat dir Nazi-Bitch denn bloß ins Gehirn geschissen? Wo kommt dein Hass bloß her? Sag mir, woran es liegt. Vielleicht, weil dein arischer Gefährte im Bett nur noch den rechten Arm hochkriegt. Heißt Judith, Gabi, Edda, Dörte oder Brit und machst im Elternbeirat und bei Sommerfesten mit. Bist für deine Kinder da und zündest dann und wann vormittags Geburtstagskerzen und abends Flüchtlingsheime an. Du bist weiblich, du bist sexy, du bist Mutter, du mit rechts. Und damit zeigst du, braun zu sein, ist keine Frage des Geschlechts. Und alles freut sich in der Kita, wenn du die Gitarre nimmst und dann mit den kleinen Rackern das Horst-Wessel-Lied anstimmst. Durch deinen Charme wirkt recht sein, wird sich nicht mehr ganz so böse. Doch dabei fällt dir heimlich die neue Herrenrasse aus der Müll. Ey, du schöne rechte Frau, du bist noch nicht mal dumm. Doch warum zur Hölle machst du bloß mit NPD-Lern rum? Du bist ein Symbol für die Gleichstellung von Frau und Mann. Denn du zeigst, dass eine Frau genauso scheiße wie ein Mann sein kann. Auch ihr Politkarrierefrauen auf dem Populismuspfad, wascht eure Wäsche statt auf 45 nur bei 33 Grad. Unter rechten Frauen seid ihr die Cola Light, genauso braun, gleicher Geschmack, nur nicht ganz so gewaltbereit. Und man sieht, wie sich die Lücken zwischen rechts und Mitte schließen, wenn die Waffen der Frauen plötzlich auf Flüchtlinge schießen. Ich habe immer gehofft, dass Frauen die Welt retten, wenn sie mehr und mehr bei uns das Sagen hätten. Wenn ich die braunen Frauen sehe, fühle ich mich so leer. Doch kein Grund, die Hoffnung zu verlieren, denn wir guten Frauen sind mehr. Ja, wir guten Frauen sind mehr. Das war Mann Sieber mit unserem wunderbaren Gast Caroline Kebekus, Tobias Mann am Klavier. Und natürlich mit Christoph Sieber. Mann Sieber, wir kommen in 4 Wochen wieder. Tschüss und gute Nacht, Leute. Ich habe dass Frauen die Welt retten, wenn sie irgendwann bei uns das Sagen hätten. Wenn ich die braunen Frauen sehe, wird mein Herz so schwer. Doch kein Grund, die Hoffnung zu verlieren, denn die guten Frauen sind mehr.